Aufnehmen. Jo und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 166. 166. Ja. Oh, Entschuldigung, Katze. Kater. Ja, ein kurzes Update zu meiner neuen Wohnung oder vielmehr zum neuen alten oder alten neuen, wie auch immer. Also ich bin jetzt immer noch in der alten Wohnung und die Wohnung ist fast leer. Also meine Couch und mein Tisch steht noch im Wohnzimmer und mein Bett ist natürlich auch noch hier. Logisch, wo soll ich sonst schlafen? Aber alles andere ist raus. Also die Schränke sind raus, der Schreibtisch ist jetzt weg, der große. Endlich ist das Riesending weg. Morgen, also Freitag, werden dann die Schränke angebohrt und der ganze Rest passiert dann. Couch und Tisch werden wahrscheinlich auch rüberkommen dann schon. Ja, und entweder gehe ich Freitagabend schon in die neue Wohnung oder halt am Samstag. Ja, ihr hört es halt auch. Ich meine, gut, es ist jetzt hier eine Monoaufnahme, aber trotzdem denke ich mal, kann man einigermaßen hören, wie leer das Schlafzimmer ist. Ich sitze hier gerade auf dem Bett. Neben mir liegt mein Kater. Also, ja, neben mir nicht, sondern so vor mir liegt der und macht sich hier wieder kampfbereit. Oder, nee, er will sich doch kraulen lassen am Bauch. Ja, also so ist der Stand der Dinge. Und ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Und ich freue mich auch auf die neue Wohnung. Vor allem auf das neue Bett. Darauf freue ich mich wirklich. Und das wird schon eine schöne Zeit, glaube ich. Also, ja, vor allen Dingen in einer frisch renovierten Wohnung zu sein, ist natürlich was anderes als hier in dieser Bude, die halt wirklich überhaupt nicht renoviert ist und ja, nicht mal Fliesen drin sind. Und ja, also, das ist schon alles schöner. Und vor allen Dingen ein neues Bett. Ihr hört ja, das Bett quietscht ja hier wie Sau. Dieses Gestell hier, also bin echt froh, dass ich dann ein neues Bett habe und die neue Matratze müsste ja dann auch demnächst kommen. Ich werde wahrscheinlich immer noch meine alte mitnehmen erstmal, bis die neue da ist und dann kommt die alte Matratze auch weg. Ja, und insofern wird das sozusagen wieder mal ein neuer Anfang für mich, ein neuer Abschnitt, sage ich mal. Anfang klingt immer so, man beginnt vollkommen neu. Ich meine, vollkommen neu beginnt es natürlich nicht, aber es ist einfach mal ein Abschnitt mal wieder, ne? Nach 5 Jahren, nach 4 Jahren und ein bisschen, weil am 1. Dezember werden es ja erst 5 Jahre in Manchnow. 5 Jahre wohne ich jetzt schon in Manchnow, das muss man sich mal vorstellen. Also, wie schnell die Zeit doch vergangen ist. Und und schon wieder ein Umzug. Ich hoffe aber, dass das jetzt der letzte Umzug meines Lebens ist. Also ich habe keine Lust mehr umzuziehen, ehrlich gesagt. Ich hoffe auch, dass das jetzt wirklich, ich meine, das war jetzt ein gezwungener Umzug, weil ja hier saniert wurde. Freiwillig wäre ich ja sowieso nicht umgezogen, aber ja, aber jetzt ist auch Schluss. Jetzt möchte ich auch nicht mehr umziehen. Jetzt bin ich also wirklich durch damit und hoffe, dass ich jetzt natürlich den Rest meines Lebens da wohnen kann. Ja, denn mit 43, sage ich jetzt mal, da will man nicht mehr umziehen, also nicht mehr wirklich, also eigentlich. Weil ich habe jetzt oft genug erlebt, umzuziehen und ja, nee, jetzt nicht mehr. Ja, und neue Wohnung, jetzt muss das bloß noch mit der Frau klappen irgendwie. Ja, also das wäre schon schön, aber kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die einfach so passieren müssen. Also ich werde jetzt auch nicht mehr so danach suchen. Vielleicht werde ich hier und da mal wieder eine Kontaktanzeige starten, einfach damit ihr wisst, was ich mir so vorstelle. Aber die Vorstellungen sind ja meistens doch anders als das, was man kriegt. Von daher, und Verlieben ist ja auch eine Gefühlssache. Ne? Entweder es funkt oder es funkt nicht. Und man kann ja vorher viel erzählen, aber wenn man dann doch mit jemandem zusammen ist, ist man ja dann doch plötzlich ganz anders oder hat ganz andere Voraussetzungen oder macht ganz andere Sachen. Ihr kennt das ja alle sicherlich. Klar, ein paar Grundvoraussetzungen müssen natürlich sein, also wie, dass sie in meiner Nähe ist, das ist einfach eine Grundvoraussetzung.
Und das ist einfach so, weil man wird nicht jünger, sage ich mal. Und man möchte ja auch den Partner, also ich möchte auch meine Frau, meine Freundin in meiner Nähe einfach haben, weil ich auch mich spontan mit ihr treffen möchte und nicht jedes Treffen planen möchte. So von wegen, wann können wir dann uns mal wieder treffen? Ja, in einem Monat hätte ich vielleicht mal Zeit oder in 3 Wochen hätte ich Zeit. Bin ich einfach durch, habe ich keine Lust mehr drauf. Also ich möchte auch mal spontan sagen, nach der Arbeit, ach, wollen wir uns treffen? Ja, oder dass ich halt mal, oder dass ich bei ihr schlafe und dann halt von da mich abholen lasse zur Arbeit oder sie schläft bei mir. Ne? So eine Geschichten halt. Und das kann man natürlich nur haben, wenn man einigermaßen in der Nähe ist. Ne? Und auf diese ganze Fernbeziehung und planen, Treffen planen und nee. Also dann würde ich lieber alleine bleiben, ehrlich gesagt. Also bevor ich mir wieder sowas ans Land ziehe und weiß ich nicht, meine Freundin nur einmal im Monat sehe, nee. Keine Lust. Also dann bleibe ich lieber alleine. Oder ich warte halt noch, bis die Richtige kommt. Also das, denke ich mal, ist mir einfach lieber, als wenn ich jetzt eine Freundin habe, die ich vielleicht auch liebe, aber die ich dann kaum sehe und dann immer, ich liebe dich, ich vermisse dich, ich vermisse dich, ich liebe dich, wann können wir uns denn sehen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, da habe ich einfach auch nicht mehr die Kraft zu, ehrlich gesagt. Und habe ich zu oft erlebt und ja, nee, also ja, außerdem ist ja auch das Spontane viel schöner, wenn der Partner in der Nähe ist und man kann ihn überraschen, zum Beispiel auch, oder dass man dann halt sagt, okay, jetzt auch, Freundin ist ja da, Freundin ist ja zu Hause, gehst du nach der Arbeit mal vorbei, ne? Wenn sie jetzt, sagen wir mal, im Selo wohnt oder in Frankfurt, gut, Frankfurt-Oder ist schon wieder ein bisschen weiter weg, aber Frankfurt-Oder ist halt auch noch erreichbar, da fährt ja auch ein Bus hin zum Beispiel. Ne, also das ist auch erreichbar, also ein Linienbus, also Quatsch, ein Linienbus, ein ja, ganz normaler Bus halt, also kein Reisebus, sondern ein. Und ja, das sind einfach Situationen, die einfach schöner sind, ne? Als wenn man jedes Mal überlegen muss, wie treffen wir uns jetzt und ach, wir haben ja Corona oder. Es darf ja keiner ins andere Bundesland und das ist mir alles zu doof. Nee. Und ich glaube auch daran, dass ich irgendwann jemanden finde. Weil, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber lieber das Richtige finden, als irgendwas zu beginnen und dann zu merken, oh, es ist ja doch nicht und dann trennt man sich wieder und dann, ja. Bringt ja auch nichts. Ja, und ich denke mal, so gewisse Grundvoraussetzungen, jetzt kann ich das Wort endlich mal richtig aussprechen, ja, die hat man einfach in einem gewissen Alter und mit 43 möchte man ja auch was Richtiges haben und nicht irgendwas weit Entferntes, was man denn nur einmal im Monat sieht. Ich meine, das kann man als junger Mensch machen. Ja, da kann man sich auch noch viel Zeit lassen und sagen, okay, wir versuchen es erstmal und weiß ich nicht, ein Jahr lang und sehen uns erstmal nur einmal im Monat und sowas. Aber das mit 43 muss ich sagen, ich meine, so viel Zeit hat man auch nicht. Und wer weiß, wie lange man überhaupt noch lebt, ja, so weiß man ja nicht. Ja, ich habe es jetzt gerade auch, wo ich diese Magensache hatte und wirklich am Ende meiner Kräfte war, habe ich einfach wirklich gemerkt, wo ich dann da zu Hause gelegen habe und Ela und Stefan waren ja auch für mich da und haben sich um mich gekümmert und haben mir Tee gebracht und sowas. Aber da habe ich auch so gedacht, ja, was würde mir jetzt eine Freundin außerhalb nutzen, ja? Die dann vielleicht sagt, ja, ich liebe dich und wünsche dir gute Besserung, aber die könnte mir ja gar nicht zur Seite stehen oder könnte nicht mal bei mir sein und, weiß ich nicht, sich mit mir unterhalten, denn nur über Telefon oder so. Und das ist es nicht, ne? Und das merkst du halt wirklich, wenn du total krank bist und ja, wenn du halt wirklich nur noch vom Klo bis zum Bett kommst und dann vor der großen Frage stehst, willst du ins Krankenhaus, musst du jetzt ins Krankenhaus oder nicht und bla bla bla. Und dann denkst du schon über sowas nach und sagst, ja gut, dann lieber eine Frau, die in der Nähe ist, die für einen da ist. Und ja. Das ist einfach sehr wichtig. Also mir wichtig. Es muss keinen anderen wichtig sein, aber mir ist es einfach sehr wichtig. Umgekehrt genauso, ne? Wenn meine Freundin krank ist und die ist dann weiß ich nicht, die ist dann in einer anderen Stadt oder in einem anderen Bundesland und ich komme da jetzt nicht so hin, weil ich halt arbeiten muss und könnte dann nur am Wochenende hin oder sowas und
Oder jetzt wegen Corona. Ja gut, jetzt lockern sie ja, aber da müssen ja auch beide geimpft sein, weil sonst kann man ja auch nicht alle neuen Maßnahmen nutzen und das ist dann auch wieder so ein Problem. Und von daher, ja, ist es dann einfach praktischer, wenn der Partner in der Nähe ist. Und das ist etwas, was man ganz deutlich spürt, wenn man halt wirklich so krank geworden ist, dass man wirklich am Ende seiner Kräfte ist. Ne? Da merkt man das einfach. Und ja. Ja, das also zum Thema Frauen und Wohnung. Und ja, jetzt werde ich die Folge hochladen. 21.56 Uhr. Das ist schön. iPhone-Mikrofon. iPhone auflegen. 10 auflegen. Taste. Dann hört man sich in Folge 167 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.